Hallo und herzlich willkommen zu RNF Live am Dienstag. Und natürlich gibt es auch heute etwas Neues aus dem Appartement. Sie wissen schon, Frau Zehnbauer lässt grüßen. Mannheims Kultstimme will sich rächen. Sühne von der Polizei. Denn von dort ist das zum Kult mutierte Telefonat schließlich illegalerweise an die Öffentlichkeit und dann in YouTube geraten. Um ihre Ansprüche auch juristisch durchzufechten, will Christine Zehnbauer die Hilfe einer in der Region sehr bekannten Anwältin in Anspruch nehmen. Harald Birk mit weiteren Einzelheiten. Frau Zehnbauer, die Telefonkultstimme aus Mannheim, und ihre Anwältin Andrea Kombe. Gemeinsam will das Frauenduo der Polizei Dampf machen. Denn Frau Zehnbauer will endlich wissen, wer es wagte, ihr telefonisches Tête-à-Tête mit dem Polizisten aller Welt zu präsentieren. Haben Sie die Polizei Haus oder was? Nee. Ich hab schlechter Empfang. Schlechter Empfang? Ach so. Ja. Ich hab mein ganzes Telefon geflogen. Ich hab, die sind eh so utisch, die Häuser, ne? Ja. Aber da haut die Musik aufzudrehen, da Wichser war nicht im Knastschub, da kennt man sich genauso ausgeschwätzt. Das kann ja wohl nicht angehen, wenn hier ein nicht öffentlich gesprochenes Wort dann auf einmal aus allen Radiosendern, Fernsehsendern oder wie auch immer, oder wie Frau Zehnbauer mir schon mitteilte, anlässlich eines Anrufs als Klingelton dann auf mein Handy heruntergeladen werden kann. Das kann nicht sein. Aber da haut die Musik aufzudrehen, da Wichser war nicht im Knastschub, da kennt man sich genauso ausgeschwätzt. Dass das ein Verstoß auch ist gegen das Datenschutzgesetz, das ist ganz klar. Wie heißt denn der Wichser? Derjenige, der das Material ins Internet gestellt hat, der müsste gefunden werden. Es muss ja nicht der Beamte sein, der am Telefon war. Davon gehe ich aus, dass es der sogar nicht war. Aber wer dann letztendlich diese Quelle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, das herauszufinden, das halte ich für sehr schwierig. Der Wichser ist in der Berger, der hat ausgespielt. Da es ja hier sicherlich dann um einen Polizeibeamten oder einen Beamten gehen muss, der die Daten nach außen geschleust hat, den wird es sicherlich empfindlich treffen, bis hin zur Suspendierung aus dem Dienst. Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach der undichten Stelle. Der Telefonbeamte aber will die unfreiwillige Bekanntheit von Frau Zehnbauer auf keinen Fall teilen. So richtig freuen tut sich dieser Kollege auch nicht über seine neu gewonnene Popularität, das können Sie mir glauben. Immerhin, Frau Zehnbauer macht zumindest finanziell das Beste aus der Story und ihre Fangemeinde wächst und wächst. So, Sie wohnen Appartement Nummer 6? Appartement, ja, nicht Appartement, Baracke Nummer 6. Appartement. Lacht da. Appartement. Ja, wir werden mit Spannung verfolgen, wie weit Frau Zehnbauer mit ihren juristischen Versuchen kommt. Unterdessen wächst die Fangemeinde von Frau Zehnbauer stündlich. Und einen Fan habe ich jetzt hier bei mir zu Gast im Studio, nämlich der Harald. Hallo. Harald, hallo. Schön, dass du da bist, Harald. Super, ich fancy. Ja, bist voll im Fernsehen, Harald. Harald. Kann ich mal winken? Ah ja, wink halt mal. Wo? Ah, da kannst du, da in die Kamera, guck, da kannst du. Hallo, ja. Die Luftpumpe. Harald, wie findest du die Frau Zehnbauer? Ich finde sie super, ich finde sie klasse. Ich wäre verrückt, dass sie die mal fertig machen. Ich finde die super, die ist auch so attraktiv. Ja, ich habe ja im Appartement 8 gewohnt früher. Ah, du kennst die Appartements? Ich kenne. Aha. Auf jeden Fall, die ist mir nicht so aufgefallen, echt. Aber jetzt, ich habe die Sprechtüte noch brutaler sprechen wie ich. Das ist voll brutal. Das gefällt mir. Das, die hat ja das schon macht auch mich heiß. Nee, wichtig, ich kann mir auch vorstellen, ich sage nicht nur, ich liebe dich. Ich sage, hey, leg dich hin, ich glaube, ich liebe dich. Das ist so eine, komm her. Und das, ich liebe sie, hoffentlich trifft sie sich mal. Ja, vielleicht. Aber ich meine, du siehst ja gut aus, hast du bestimmt Chancen bei der Frau Zehnbauer. Aber jetzt noch mal, um auf die Sprache zurückzukommen. Die hat ja schon eine eigene Sprache. Und einen Satz, den verstehe ich nicht so ganz. Das sagt die, weil der Anna die Musik aufdreht, weil er meint, er wäre der Idiot. Verstehst du das? Es ist die Anna, oder? Nicht die Anna. Der Anna, die Musik aufdreht. Der Anna dreht die Musik auf und der meint, der wäre der Idiot. Ja, das ist doch ganz einfach zu verstehen. Der Idiot, also Luftpump. Hä? Und der meint, der wäre der Idiot? Der meint, der wäre der Idiot. Ach so, kapierst du das nicht? Ah, nee. Dann machst du freiniger Fernsehen und kapierst es nicht. Das regt mich schon wieder auf. Jeder tut unser Spruch. Hätte mal zu, an alle jetzt. Halt alle die Gosch. Wir sind die Beste in der Kurpals. Und wenn irgend so ein Drecksack, ihr jetzt halt die Fresse. Wenn ich sag doch gar nichts. Wenn ein Drecksack. Harald. Wenn, ja. Ich hab nichts gesagt. Wenn ihr, geh mal her jetzt. Wenn irgendeiner gegen unseren Spruch noch irgendwas sagt, dann halt ich den Schlag auf die Eier. Verstehst du? Nee, das geht nicht. Die Oxford-Deutsche da oben in Norddeutschland, denken sie was Besseres? Ja, wir so, ja, verstehst du?
Ach gut, aber ich Harald, mal sag was mal, ja, jetzt hast du voll versagt. Nee, Entschuldigung, ich bin ja schon. Ja, ich verstehe das, wenn du dich aufregst, aber Harald, sag mal, sind wir Monnemer jetzt nicht das Gespött der ganzen Nation? Wir sind nicht das Gespött. Warum? Wir retten so, wie wir retten. Das, wir sind das Special, das wo es gibt. Das müsst ihr doch mal kapieren. Herr Samu, wie oft muss ich es noch sagen? Wir sind's und die Zähbau ist der Hammer. Endlich hat's endlich geschafft, voll mein Dialekt nach oben. So geil, Zähbauer, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob du dich mit mir treffen tust, aber ich glaube, mir würde gut zusammenpassen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Meine lieben Zuschauer, das war Harald, ein Fan von Frau Zähbauer. Und man hat ja gerade im Comedy-Bereich oft den Eindruck, dass der schöne Kurpfälzer Dialekt vor allem für die, naja, ich sag mal, etwas schlichteren Gemüter verwendet wird. Und dafür habe ich einen weiteren Studiogast heute bei mir zu Gast, nämlich Bülent Ceylan. Schön, dass du da bist, Bülent. Hallo. Ja, ist das so? Was hat denn Mannheim da eigentlich für ein Image? Ja, Mannheim hat ein super Image. Das ist, was mich aufregt, wie der Harald eben. Ja. Das ist, guck mal, in Norddeutschland ist es so, wenn du jemand fragst, wie geht's dir, sagt er, sehr gut. Ja. Ja? Und bei uns sagt man, was ist denn los, mach dein Programm weiter, halt die Fresse. Das ist ehrlicher. Ich lieb die Monoma und ich lieb den Kurpfälzer Dialekt. Und ich finde es immer schlimm, dass man den Dialekt so niedermacht. Es ist halt was Sympathisches. Guck mal, es klicken so viele auf YouTube, um das zu sehen. Warum? Ne? Warum? Weil sie drüber lachen wollen, weil sie geil finden. Also selbst intelligente Menschen gucken sich das an. Also das hat damit nichts zu tun, ja, ob man intelligent ist. Das ist ja oft das, was leider oft in unserer Region so ist, dass viele sagen, ah, wenn du so redest, dann bist du blöd. Mhm. Und da rege ich mich auf, weil das ist eben nicht so, wieso unser Dialekt ist. Hast du da schon den Eindruck, dass Mannheim auch so im Aufwind ist im Moment? Absolut. Ja? Absolut. Ich merke das immer mehr. Ich meine, selbst Stefan Raab jetzt lädt mich da und dort ein und er findet das super und auch viele andere Sender finden es immer geiler, dieser Dialekt. Und die Zähbauer, ich danke der, weil das ist für mich ist es natürlich super und auch für die Stadt Mannheim. Wir sind in der Öffentlichkeit und ob der eine das so auffasst oder so auffasst, also ich find's gut, dass jetzt auch dazu steht und dann auch davon Profit schlägt. Also. Ganz kurz noch eine Frage, weil du Stefan Raab angesprochen hast. Ja. Du machst mit bei der Autoball-EM, genau, bei der TV Total Autoball. Und da startest du aber für die Türkei. Genau. Und die Mannheimer jubeln aber trotzdem. Ja, ich hoffe doch. Ich meine, wir haben ja auch viele Türken. Ja, logisch. Aller Hopp. Okay. Am 6. Bülent Juni. Ceylan. 6. Juni. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Und wo bin ich? Da bin ich. Wir sehen uns gleich wieder.